Willkommen zurück bei Let's Play Q-On. Im letzten Part habe ich diese Affenviecher umgebracht. Die versuchen wir jetzt mal hier zu killen. Für alle, die sich fragen, warum ich die überhaupt killen will, ich will mal eben gucken, ob ich hier noch eine Ausrüstung habe. Ach, Sache nicht. Die Szene dort hinten an der Hütte ist nicht leicht. Und es wäre extrem doof, wenn ich dann die schaffe und auf dem Weg zum Speicherpunkt von diesen Affen gekillt werde. Deswegen möchte ich die einfach aus dem Weg haben. Mehr Karten habe ich nicht. Unschön. Ja, ist jetzt nichts wirklich Sinniges dabei. Die brauchen wir noch. Ich werde jetzt einfach mal hier ihn ausrüsten. Der ist ja ein bisschen härter als T-Body, aber es wird, glaube ich, nicht viel bringen. Egal, ich muss die besiegen. Aber ich wollte ja die Strategie aufwenden, erstmal einen zu killen. Gucken, ob das funktioniert. Denn wenn ich erstmal nicht dieser in die eine Richtung, Richtung Hütte gehe, oh, toll. Ich laufe erstmal wieder aus dem Bild. Okay, das war blöd. Der war näher dran, als ich dachte. Ich mag es, wenn sie redet, wirklich. Oh, wenn ihr wisst, wie süß der Bubu jetzt unterm Couchtisch liegt und man kann nur die Füße rausgucken sehen und ja, voll off-topic hier, aber das ist so niedlich. So, ja, so, aufpassen hier, nicht von Bubu ablenken lassen. Was ist das denn? Oh nein! Ich wurde von dem Typen aus dem Bild geschubst. Das ist ja unschön. Ach, also nochmal. So, jetzt mal eben hier. Nein, nein, da wollte ich raus. Na komm, der lebt noch. Der lässt er mir was? Nein. Okay, aber das lief schon mal gut. Einer ist jetzt schon mal weg, jetzt kann das gar nicht mehr so schwer werden. Jetzt kommt der, der die Leiche wegzieht. Der ist schon tot. Und der hat mir auch nichts hinterlassen. Aber das lief gut. Oh Gott, das lief so gut. Das ist eigentlich gar nicht gut, wenn das so gut läuft. Okay. Ach, wir lassen die Hirns gleich ausgerüstet. Die braucht man gleich eh noch. Ich sag ja, es ist mehr oder weniger blind, weil ich habe das Let's Play vor langer, langer Zeit gesehen, aber an die Sache, die jetzt gleich kommt, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Gehen wir erstmal speichern. Aber jetzt ist der Weg einfach sicher und ich kann da langlaufen, ohne dass was passiert. Und das war es mir wert. So.
Ja. Muss ich wieder ganz oben speichern. Okay. Das lief gut, oder? Ja, sehr gut. Ich werde jetzt einfach rennen und dann halt unten nochmal meditieren. Das ist total scheiße, dass die vom Rennen immer so schnell außer Atem ist. So, hier ist jetzt hoffentlich nicht noch so ein Affengarki. Eigentlich ist es gar kein Garki, sondern einfach nur so ein Dings, aber. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal hier hingehen. Hier unten geht es zur Hütte, genau. Wir müssen jetzt erstmal nach rechts gehen, um mit Uzki zu sprechen, die sagt, hey, wir brauchen da so einen Schlegel. So, das können wir überspringen, das kennen wir ja schon. Selbst so ein kleiner Affe, dieser Kuya. Aber ich mag sie wirklich. Ja, hier ist wieder der. Keine Ahnung. Affen-Yeti. Ich hoffe, ich packe das jetzt relativ fix. Also erstmal reingucken. Wir müssen jetzt natürlich warten, bis der uns den Rücken zukehrt. Nicht, wo dieser Schlegel ist. Oh Gott, Leute, ich bin beim ersten Versuch hier heilend raus, lebend rausgekommen. Oh. Naja, nicht ganz so lebend. Wir wurden entdeckt. So, jetzt rüste ich hier meine Lieblingsdinger aus. Und zwar hier die. Achso, was habe ich da eigentlich bekommen? Drachenartig fliegt und Dämon abbrennt. Wir rüsten erstmal hier unsere Einstücke. Zahllose Einstücke. Ja, ich weiß es nicht. Weil ihr wisst alle, was jetzt kommt, oder? Yo, Bossfight. Und zwar gegen, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Unser hässlicher Affen-Yeti-Freund. Und ich hätte mir vorher nicht die Hände einkriegen sollen. Na toll, das hat schon mal nichts gebracht. Immer schön Heilzeug nehmen. Boah, lass mich durch. Aber der brennt schon mal, das ist gut. Der chaotische Bossfight irgendwie.
Wenn ich so nah vor dem stehe, funktionieren die Karten irgendwie nicht richtig. Tot? Echt jetzt? Jetzt? Ach so, die kann einfach hier so durchs Feuer laufen. Kann ich mir hier hinten noch was angucken? Wir hätten ja wenigstens mal eine Belohnung dafür kriegen können. Hi, Uzki. Uzki braucht den Schlegel, um hier hinaufzusteigen. Nein, Uzki braucht den Schlegel nicht. Wir brauchen den. Also Uzki braucht den, damit wir aufsteigen können. Ach, Uzki, ist da war noch nicht deine Schuld. Schreintor. Kann ich hier irgendwo speichern? Nee. Wisst ihr was? Ich gehe eben zurück. Ich möchte jetzt gerne speichern. Erstmal muss ich meine Ausrüstung ändern. Ich weiß, jetzt speichern ist voll feige und so, aber nee, Leute, nee. Ich habe die beiden kleinen Affen gekillt. Ich habe den großen Affen gekillt und, wobei, ich habe ja schon nach den beiden Kleinen gespeichert, so ist es nicht. Aber trotzdem möchte ich diesen Affen-Jedi-Bosskampf nicht nochmal machen. Affen-Jedi ist sehr geil. Das habe ich irgendwo in der... Wo war das? Im Kuon-Wiki oder auch in der Lösung oder so gelesen? Ich weiß nicht. Irgendwo habe ich das mal gelesen. Dass der halt Affen-Jedi genannt wird von den Leuten. Ja! 13,5 Minuten nehme ich erst auf. Ja, dann gehen wir noch ein Stück zurück. Weiß, was jetzt noch passiert, wenn ich zurückgehe. Drei Bossfights. Also mit Sakuya der Part ist definitiv schwieriger. Und auch gegnerlastiger. Uzuki hat Nogakis gehabt und nur den Bosskampf gegen Lord Fujiwara. Hat dafür aber diese total praktischen Marionettenfrauen gehabt. Nein, die geht hier. Weil die Dame ja schon wieder außer Atem ist. Wo sind eigentlich hier Uzuki und Brüderchen abgeblieben? Achso, sagt ihr noch was zu der Leiche? Eine Leiche liegt im Gras. Nein. Rennt der Affe immer noch da oben? Nein, der ist weg. Warum? Wir können hier wieder hoch. Ach, der liegt da. Ganz tot. Aber wir kommen da hinten eh nicht mehr weiter, weil da ein Stein runtergefallen ist. Dann können wir auch wieder gehen. Wäre jetzt voll krank gewesen, wenn der wiederkommt, oder? Die Aussicht ist fantastisch. Ja, auf diesen toten Affen da. Super.
Nee, wie bei Silent Hill, wenn Pyramid Head sich auf den Weg die Treppe runter macht und man dann an den rangeht und wenn du wiederkommst, dann komme ich zurück. Ha, Edge. Wisst schon. Aber Unski stand doch vor so einer Tür. Können wir da nicht rein? Wo bin ich jetzt? Ach so, hier ist ja auch eine Sackgasse. Was für ein überflüssiger Part war das denn jetzt? Naja, bevor wir Uzki die Treppe hinauf folgen, mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.